Alpine Momente. Oh, der Franz macht ziemlich gute Videos. Da muss ich aufpassen. Der könnte noch zur Konkurrenz werden. Da drücke ich mal lieber einen Daumen nach unten. Das kriegt er eh nicht mit. Garmischer Schule, gell? Ja. Dann sind wir startklar. Los geht's! So, liebe Leute, jetzt habe ich mir gedacht, mit Franz kann man sicherlich eine coole Tour machen. Und jetzt sind wir hier beim Parkplatz, oder? Genau, ja. Hopfeldboden heißt der, glaube ich, wenn es stimmt. Ja. Da haben wir jetzt schon einen Kilometer oder so einlaufen müssen. Ja. Ich schwitze schon, ich verausgabe mich. Ich stehe kurzärmlich da und... Noch eine Bitte, Leute, bevor das im Video untergeht. Kanal von Franz wird hier oben eingeblendet, beziehungsweise für die, die es am Fernseher schauen, Infobox benutzen. Da verlinke ich euch den Kanal. Bitte abonnieren, er hat es wirklich verdient. Der aktivste YouTuber und meiner Meinung nach der beste YouTuber Österreichs. Danke. Und ich würde sagen, 1000 Abonnenten innerhalb von einer Woche bitte mindestens rüber. Das würde mich sehr freuen. Deswegen, Leute, bevor ihr weiterschaut, erst abonnieren und jetzt gehen wir weiter in diese Richtung hier. Kampf! So, Tobi, erzähl uns, wo wir sind. Wir sind im wunderschönen Bundesland Salzburg. Noch sind wir Salzburg, richtig? Stimmt. Ja. Ganz genau. Und wir gehen heute oder morgen auf den höchsten Berg vom Salzburger Land, dem Großvenediger. Wir machen gerade den Hüttenzustieg zur Kösinger Hütte. Und genau, jetzt sind wir da beim Parkplatz, der noch nicht freigeräumt ist. Die haben wir getroffen, genau, die sind mit dem Hund unterwegs genau. gewesen. Die kommen wahrscheinlich eher nicht zum Venediger. Nein, erst im Frühjahr, da genau. Sind sie jetzt schon unterwegs. Wir filmen gerade relativ wenig, weil einfach, was sollen wir euch zeigen, den Hüttenzustieg, oder? Ja. Was sollen wir zu sagen? Aber es ist ein wunderschönes Tal. Ja. Circa 15 Kilometer lang der Hüttenzustieg, da hinten geht es raus. So flach wie es da reingeht, geht es auch jetzt da weiter. Ja. Und da vorne ist dann das Tal aus und dann geht es ungefähr 400 Höhenmeter rauf auf die Kürsinger Hütte, dann haben wir einen Hüttenzustieg geschafft. Genau. Und wir machen gerade eine Wette, zwei Leute mit Hund. Genau. Also wir sind uns einig, ja. Zwei Leute sind in der Hütte, ja. Und eventuell ein Hund auch noch, gell? Genau, ja. So ein Husky oder so. Ja, wehe, der liegt in meinem Bett. Freust dich schon auf die Abfahrt im Powder, oder? Ja, schönster Triebschneepulver. So, Franz, hinter dir ist, glaube ich, die Versorgungsstation für die Kürsinger Hütten. Genau. Und jetzt gehen wir hier links den Weg
Und rechts scheint es der direkte zu sein auf dem Gletscher. Denken wir jetzt mal. Yep. Und genau, jetzt haben wir noch eine Stunde Sonne. Ja. Ja, wird sich vielleicht nicht ganz ausgehen, aber Stirnlampen haben wir dabei. Genau. Boom. Geht dahin. Yes. Hagan rockt, hä? Hagan und Dünnerfit, gell? Hagan, so schaut's aus. Hagan. Genau. Ganz leichte Entlastungsabstände. Ein bisschen müssen wir noch beißen, gell? Ja. Solange dass der noch Sonnenstrahlen hat, ist die Sonne noch da. Genau. Die perfekte Uhrzeit. Genau. Sundowner. Ja. Von da oben sind wir jetzt kurz abgefahren. Da vorne ist der Franz. Und danach links geht es dann um die Ecke, hinter der Scharte. Links ums Eck. Perfekt. So, frische Spurarbeit. Schaut's mal, schön die Route drauf. Da kann nichts mehr schief gehen. Wunderschöne Nachtskitour. Im Vollmond fast. Mit Tobi. Ja. Genau. Richtung Kürsinger Hütte sind wir gerade unterwegs. So schaut's da aus in der Nacht. Schön, oder? Hammer. Ja. Aktuelle Lawinenwarnstufe 2, Triebschnee eingeblasen mäßig und ja, jetzt gegen Abend natürlich wieder schön hart, aber perfekt zum Spuren, also gute Bedingungen für uns aktuell. So Leute, wir sind jetzt kurz unter der Kürsinger Hütte, es ist voll finster und schaut mal da rauf, da oben seht ihr das Licht vom Tobi und das muss ich jetzt wirklich einmal sagen. Der Typ ist genial. Der Typ hat die Ruhe, der hat wirklich alles, genau alles, was man sich von einem Tourenpartner, von einem Bergpartner vorstellen will. Und mit solchen Aussagen spare ich normalerweise. Das ist die erste Tour, wo ich mit ihm unterwegs bin und es ist ein richtiger Genuss, richtig genial da rauf. Wir sind gut richtig unterwegs und gleich auf der Hütte. Yes! Oh, geil, fertig, aber saugeil. Geiler Typ, hey. Ja, geiler Typ, kann ich nur zurückgeben, 1:1. So Franz, an Gurden. Malzi, so Leute, ich gehe jetzt ins Bett. Der Franz und die anderen Kollegen liegen auch schon im Bett. Und sei noch abschließend gesagt, wir haben super Wetter. Der Franz ist ein richtig cooler Typ, deswegen supportet ihn, abonniert den Kanal. Und dann sage ich mal bis morgen früh, schlaft gut und gute Nacht. Guten Morgen! Oh, herrlich. Schau mal. Herrlich. Wo gehen wir hin? Da Fähre, Venediger! Jawohl! Super! Geil!
suchen uns jetzt gerade den Weg auf den Gletscher, über den Sommerweg. Unten in dem Becken, da geht der Winterweg durch. Und ja, müssen alle Spuren, aber gleich sind wir in der Sonne. So, die Sonne naht. Da oben geht es mal rechts drüber und dann hoffentlich gleich auf den Gletscher. Sonne im Hintergrund, du kommst jetzt in die Sonne. Perfekt. Mega. Iha! Was für ein Abenteuer. Mega. Geil. Also es ist echt. Du Franz, kannst du mal erklären ab der Hütte, was wir gemacht haben? Weil ja, also von der Hütte, von der Kösinger Hütte gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, auf den Venediger aufzukommen im Winter. Einmal wäre abzusteigen und alles über den ganzen Gletscher raufzusteigen. Und wir sind jetzt mehr oder weniger am Sommerweg. Der hält so ziemlich in der Höhe von der Hütte und quert da so rüber. Und wir schauen halt jetzt an, wie wir da am besten in den Gletscher reinqueren können. Da vorne sehen wir eine Kuppe und das ist unser nächstes Ziel. Und ja, das ist halt alles ein bisschen Geländekunde und so. Mir taugt das. Das perfekt, ist cool. Ein Traum. Vor allem sind wir jetzt sonnenseitig. Ja, ja, das ist genial. Da unten Schatten. Ja, also so, Franz und ich machen Einzelbefahrung vom Hang. Hier knallt natürlich relativ schnell die Sonne rein, aber ihr seht es, jetzt flacht es richtig ab und da vorne ist dann der normale Weiterweg. Da ist sogar angespurt von den netten Herren gestern aus dem Burgenland. Und genau, jetzt seht dann Franz und jetzt sind wir gleich auf dem Gletscher, anseilen und weiter geht's. Abfahrt auf dem Gletscher, wir haben den Zustieg geschafft. Cool. Sehr gut. Zustieg geschafft auf dem Gletscher. Ja. So schaut's aus. Oh. So. Bin ausgesehen. Achso, du hast. Also, ich hab, ja, danke. Safety first, hä? Ja, seil. Vorbildlich. Es ist zwar alles jetzt so, aber da sind Löcher so tief. Kannst du Autos versenken? Kannst du Autos versenken und Rapunzels Haar wird neu, wenn ich drehe. So, lala. Das ist schon geil in der Sonne. Richtig geil. Hammer. So, da sind wir abgefahren. Das müsstet ihr relativ gut sehen. Schaut steiler aus, als es ist. So Leute, der Franz und ich gehen jetzt hier oben durch, durch den leichten Abbruch. Da unten ist noch eine Alternative. Dafür hat man dann mal diesen Hang da oben zu nehmen und dann treffen wir gleich aufeinander. So schaut's hier aus. Franz und die Alpen. So Leute, jetzt kommt hier mal das steilste Stück der Tour in die Venediger Scharte und dann sind wir auf über 3300 Meter. Verhältnisse super am Gletscher, oder? Fein, perfekt. Ein Traum. In Richtung Nordwand und den Grat und da oben ist er, der Venediger. So Leute, wir montieren jetzt kurz die Harscheisen, weil leider 15 Meter unter dem Sattel, unter der Scharte, ist jetzt mal richtig hart und eisig und das ist ein bisschen unnötig, wenn man hier jetzt Zeit gewinnen will. Wir gehen mal auf Nummer sicher und von da unten kommen wir her.
So, mit Hascheisen geht es dann deutlich besser. Auf jeden Fall einpacken. Viel sicherer. Und da geht es Richtung Groß-Venediger und Klein-Venediger. Sind wir weit? Da geht's auf. So Leute, ist jetzt keine Werbung hier, obwohl oben Dauerwerbesendung steht. Aber die Hascheisen, die lassen sich halt super hier in die Safety Box verpacken. Da brauche ich nicht mehr hinschauen, sondern es geht ganz intuitiv. Deckel zu. Und wenn ich es brauche, kann ich es wieder super schnell rausholen. Sehr geile Idee. Ziemlich eisig, Hascheisen montiert bei uns beiden. Und da vorne schaut mal, wahrscheinlich schwer zu erkennen, der Gipfel des Groß-Venediger. Juhu! Na, unten sind wir jetzt hochgekommen. Da ist der Franz. Ja, und da ist jetzt der Gipfel. Ein Träumchen. Mega. Super. Kaiserwetter, niemand da. Venediger, check! Boom. Geil, boom! Sehr, ja. Sehr nice! Jetzt super! Noch, jetzt noch 2 Meter. Tobi, danke! Sehr, sehr gern. Geil. Ich danke dir. War super. Ein Traum. Die perfekte Tour. Wirklich. Da vorne die 3 Zinnen. Kerzen gerade vorne. Ja. Verrückte Hunde. Ja. Bist du. So, lieber Franz, das war jetzt der Groß-Venediger, unsere erste gemeinsame Tour. Genau. Magst du irgendwas sagen oder nur 5 Berge? 5 Berge um dich herum zeigen, sonst wird es zu viel. Da vorne, Gipfel Groß-Venediger. Jawohl. Dann da vorne, ne, unten, das ist der Käskogel. Jawohl. Dann schauen wir mal da oben. Ne. Glockner, oder? Genau, da vorne ist der Großglockner. Jawohl. Das glaube ich eh direkt drauf. Ja. Und dann da ganz hinten, ne, ist der Dachstein. Ja. Das Dachsteingebirge, genau. Und ja, da vorne die Dolomiten. Genau. Da unten. Ich glaube, das sollte lang, sonst wird es zu lang. Genau. So, Franz, dann fahren wir ab und war eine geile Tour mit dir. Genial, super, Tobi. Ich danke dir vielmals. Ciao. Danke. So, let's fetz. Juhu! Juhu! Yes! Massage, hä? Ja, voll. Aber Traum. Also hier ist geil zum Fahren. Ja.
Tobia! Ist okay, oder Tobi? Mischung zwischen Pulver und gepresst. Ja. Ist unberechenbar. So richtige Mischung der Schnee. Nein, wir gefahren. Nein, es sind echt schwierige Verhältnisse zum Fahren. Passt, dann fahren wir da weiter. Jawohl. Yes. Hammer Gegend, oder? So, der Preis für den besseren Skifahrer geht um Welten an dich, Franz. Wirklich? Danke, ja. Tobi. Sehr, sehr gern. Aber umgekehrt, der Preis für den fittesten YouTuber im Bergsport, im ganzen deutschsprachigen Raum, der geht umgekehrt wiederum an dich. Dankeschön, ist definitiv danke so. Schön, danke. Aber ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Das glaube ich auch. So Leute, jetzt heißt es gleich noch ganz kurz rausschieben und dann sind wir schon fertig, dann geht es Richtung Parkplatz. Aber der Franz kriegt es gerade nicht mit, nochmal an dieser Stelle ein fettes Shoutout an ihn, weil es vielleicht gleich untergehen wird. Super Skifahrer, super Typ, super sympathisch. Also Leute, ihr wisst Bescheid, Kanal abonnieren. Danke euch. Schön, ha? Traumhaft haben wir es erwischt, der Tobi und ich. Genial einfach. Was willst du noch sagen bei dem schönen Wetter? Ja. Mühsam! So Leute, wir sind fertig. Fix und fertig. Wir haben eine Bitte an euch. Und zwar, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Dann werden wir in Zukunft weiterhin Projekte machen. Daumen nach unten werden nicht mitgezählt. Und wenn das Video euch eh gefallen hat, einen Daumen nach oben. Aber wenn ihr mehr sehen wollt von mir und Franz, einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren nicht vergessen, Instagram folgen nicht vergessen. Genau. Und ja, das wäre es soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch. Ciao. Ciao, Tobi. Danke. Gerne. Voll geil war's.